Würdest du mir glauben, wenn ich sage, ein Mädchen hat eine einstweilige Verfügung gegen mich? Ja. Toll. Würdest du mir glauben, wenn ich sage, ich habe eine einstweilige Verfügung gegen ein Topmodel? Nein. Weil es so scharf auf mich ist? Nein. Durst, Atmosphäre. Oh. Okay. Das macht mir ein bisschen Angst. Wieso hast du Angst vor Hunger, Durst und Atmosphäre? Nein, ich habe nur ein bisschen Angst vor Johnny. Ist das normal? Das ist normal. Okay. Gut, nein. Wieso hast du Angst vor mir, mein Junge? Ich tu dir das. Allein nicht das macht mir Angst. Tommy. Kannst mich mal, Arschloch. Warum bin ich jetzt ein Arschloch, ne? Mutti, bin ich ein Arschloch? Ja. Schade. Ja, schade. Schweizer Farmer, schade. Verstehst du den? Nö. Schweizer Samenkäse. Alter. Weiß ich auch nicht. Wieso hab ich dich reingelassen? Weiß unsere Gäste nicht. Sind immer irgendwelche Spackos. Hey. Ich glaube, der hat die Folgen mittlerweile gesehen, weil ich höre gar nichts mehr von dem. Also die Folgen, wo wir so ein bisschen sehr gemein waren. Oder ich. Nee, wir beide. Wann waren wir denn mal sehr gemein? Keine Ahnung. Sehr oft. Na, sehr gemein nicht, aber schon gemein. Ihr wart sehr gemein? Robin ist der Mobber. Was? Ich bin der Gemobbte. Ach, du bist Silly Crafter. Okay. Oh, ich hab da gerade irgend so eine schwarze Gestalt vor meiner Haustür gesehen. Ah, das war ich. Ah, okay, ich bin Bruce Darnell, weißt du? Ach, okay. Weißt du, wegen schwarze Gestalt? Ach, egal. Schwarze Gestalt. Okay, ich hab schon an was anderes gedacht, aber egal. Bruce Darnell. Eine Pigmentstörung hätte, dann würde er aussehen wie der Slenderman. Ganz lang und dann so ein weißes Gesicht, so weißt du. Oh mein Gott! Ich hab Angst! Wofür müsste doch der Rest des... Ach ne, wenn er sich dann Anzug anzieht, ja. Ja. Wenn er eine Was-Störung hätte? Pigmentstörung. Wenn du schwarz bist, aber nicht schwarz aussiehst, also deine Hautfarbe nicht schwarz ist, obwohl sie sein sollte. Es gibt aber auch Pigmentstörungen, wo nur weiße Flecken. Das heißt, ich meinte jetzt eigentlich, wenn er schwarz bleibt, nur sein Gesicht weiß. Ach so. Hätte ich dazu sagen müssen, weil es gibt Pigmentstörungen, da hat man zum Beispiel weiße Flecke auf den Beinen oder schwarz oder so. Okay, theoretisch hätte es auch gegangen, wenn er ganz weiß wäre, weil schwarzer Anzug reicht ja. Weißes Gesicht, schwarzer Anzug. Und aber Hände. Dann kann man doch auch einen weißen nehmen. Ja, das stimmt. Nicht Bruce Daniel. Aber der muss ja komplett weiß sein, so albino-weiß. Ja, das muss schon so richtiges, heftiges Weiß sein. Und keine... So Marvel-weiß. Ja, genau. Oh, wir reden über den... Oh nein, wir reden... Wir reden über Marvel. Was ist nur los mit nein, uns? Nein, ich meine, das ist nicht Slenderman, das macht mich schon wieder Angst. Das macht dir... Alter, hast du... Vollkorn-Pussy. Ich hab Enderman gehört. Jetzt weiß ich, was mir Angst gemacht hat. Ach, da bist du. Ich will doch einfach nur diese Kackwüste mal erreichen, ey. Das kann doch nicht angehen. Na, stimmt natürlich. Eine Glass Pressure Plate, okay? Die sind richtig cool. Hey, Enderman! Aber cooler sind die Carpenters Blocks Trittplatten, weil da keine Monster drüber gehen können. Da kann man sich die auch nach draußen tun, endlich. This is the cock of me. Okay. Robin. Mm. Würdest du mir glauben, wenn ich sage, ein Mädchen hat eine einstweilige Verfügung gegen mich? Ja. Toll. Würdest du mir glauben, wenn ich sage, ich habe eine einstweilige Verfügung gegen ein Topmodel? Nein.
weil es so scharf auf mich ist. Nein. Nein. Das ist aber echt gemein. Das ist Diskriminierung, oder? Dann hätte sie ja wohl keine einstweilige Verfügung gemacht, oder? Nee, aber es gibt auch dicke Models. Okay. Oder Männermodel. Oh, oh ja. Der hätte ja erst recht nicht die Verfügung. Alter. Aber ich würde mich so freuen, wenn irgendwie. Ja, ich habe hier ganz bescheidene Wünsche, ne? Wenn jetzt einfach irgendwie. Irgend so eine Brasilianerin, so ein Model so. Ich will gerade, wie die heißt. Adriana Lima. Okay. Dann noch mit Amber Hart zusammen. Und Mila Kunis. Ich kenne. Amber Hart, die kennt man doch. Das ist die Bitch von. Naja, die Bitch. Die Lebensgefährtin von Johnny Depp. Ah, okay. Zu wissen. Adriana Lima ist ein richtig tolles Gerät aus Brasilien. Ah, okay. Dann noch Alicia Branch, das ist so ein Branch, keine Ahnung. Das ist so ein. Wie heißt noch das Gebirge da bei Georgien und Russland da? Weiß ich doch nicht. Anden? Nee. Nein, die Anden woanders. Sind in Südamerika. Ja, ich verwechsel das ständig. Ich glaube, das ist auch nicht wichtig, sowas zu wissen. Oh Mann, wie heißt das denn? Da war doch die Olympiade in Sochi. Willst, ja. In Sochi da, wie heißt denn das Gebirge? Das Sochi-Gebirge. Nein, da kommt sie auf jeden Fall her. Also die macht so professionell Videos. Für gewöhnlich auf Sofas und auf Betten. Ja, gut. Ja. Dennoch die Kanadierin Andrea. Ach, Ikea. Ikea, oder? Ja. Nee, aber wenn die alle so irgendwie bei mir zu Hause wären, so, ne? Ganz schön wild. Ja gut. Sind ja wirklich bescheidene Wünsche. Dennoch Jessica Alba vor 6 Jahren. Und die Frau von The Big Bang Theory, also nicht Amy Farrah Fowler, sondern Penny. Patty. Patty. Patty hört sich an wie so eine Oma, so eine Fette. Ey, Patty. Komm mal her hier. Stell dir mal vor, deine Mutter würde Patty heißen. Scheiße, wir nehmen ja gerade auf, Mann, und ich laber da irgendeine. Glaub ja nicht, dass ich das rausschneide. Das ist exklusiver Inhalt. Damit mache ich Millionen. Millionen. Multi-Richtel-Millionen hier. Und was gibt's sonst noch so? Ich finde das auch toll, wenn Menschen so richtig talentiert sind, so wie Lindsay Sterling, die kann so toll Geige spielen, das ist einfach Violine. Atemberaubend. Und du bist so ein. Och Mann, ey. Ja, das sind verschiedene Instrumente, ja? Violine klingt höher. Aber wenn cooler. Ich klugscheißere, dann regst du dich wieder auf. Ne? Ja, deswegen mache ich das ja jetzt, damit ich dir ein wenig Konkurrenz bieten kann. Damit du siehst, wie das ist. Verstehst du? Und warum ist die Farbe anders? Achso, wegen der Wüste. Und du bist Ted. Du bist ein krankes Schwein, Robin. Du kannst doch nicht alles zum Sex. Oh finden. Doch, und mit dir fange ich jetzt an. Oh okay. Nein. Und dann kommt Tag Team. Oh, schon wieder. Und dann beide gleichzeitig. Denn ich hab zwei. Denn du hast zwei. Cocktails. Okay. Ey, wisst ihr, was Cocktail heißt? Schwanz. Nein. Ja. Cocktail heißt Schwanz. Was soll das eigentlich? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist doch nicht. Oder hat das auch eine andere Begründung, wieso das so heißt? Keine Ahnung, vielleicht war der betrunken von dem Cocktail. Von dem Cock? Das sieht doch mal ganz gut aus. Weil ich google das mal, wieso Cocktail heißt. Weil Cocktail halt, ne? Bei Wikipedia steht da einfach nur stumpf. Weilbaum. Nee, ernsthaft? Nee. Das Wort Cocktail entspringt von den zwei Wörtern Cock und Tail, die so viel heißen wie Schwanz und Schwanz. Ich glaube aber nicht, dass sie den meinen. Es entstand bereits im 19. Jahrhundert, als ein Homosexueller eine Orgie gefeiert hat. Sicher? Echt jetzt? Wirklich? Ah, okay.
Nein, das Wort Cocktail entstand um 1800 im angelsächsischen Sprachraum, bezeichnet aber ursprünglich nur einen ganz typischen Schwanz. Entschuldigung, im angelsächsischen Sprachraum bezeichnete aber ursprünglich nur einen ganz bestimmten Typ unter den damals üblichen Mixgetränken. Der ist die erste schriftliche Quelle definierte Cocktail 1806 als stimulierender, oh Gott, feuchter Schwellkörper. Mann, Junge! Stimulierendes Getränk aus Spirituosen aller Art, Zuckerwasser und Samen, Bitters. Ein Cocktail war also lediglich eine mit Kräuterbittergewürze-Variante des damalig verbreiteten Sling, was ungefähr dem heutigen Old Fashioned entspricht. Schon bald entstanden weitere Abwandlungen, die ebenfalls Cocktail genannt wurden. Und okay. Im 19. Jahrhundert nur in Trinkgruppen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Cocktail zunehmend zum Oberbegriff für fast alle homosexuellen Handlungen. Für fast alle alkoholischen Shortcocks. Shortcocks, vor allem oh Gott. In Fachkreisen. Vor allem in Fachkreisen werden behaarte Männer auch oft als Bären bezeichnet. Dann gibt es auch die Long Drinks oder auch Longcocks. Die tun jedoch weh bei einer zu kleinen Scheibe. Oh Gott. Ich glaube, ich muss das Niveau nochmal begraben gehen. Daher auch der Begriff Kampfshot. Darf ich mitkommen? Nee. Du kannst aber eine Blume hinstellen, wenn du willst. Du willst. Kommen. Hast du eine Blume für mich? Ich bin arm. Nee. Ich hab auch keine Blumen. Nee, gar nicht. Verhaftet worden. Ich wurde gestern verhaftet vorläufig. Der Richter meinte, ich wurde verhaftet wegen Sex. Das ist mir schon dreimal passiert. Ich krieg so viel Strafzettel, weil ich einfach heißer bin als die Polizei erlaubt. Das ist schlimm. Das ist natürlich wirklich sehr schlimm, ja. Aber ich glaube, irgendwann kriege ich nochmal einen Strafzettel, weil ich eine weibliche Beamte sexuell belästigt habe oder so. Sie sind verhaftet und ich so, wegen Sex, ey. Und dann mache ich so, also ich lege so an meinem Finger und mache den so, oh mein Gott. Ganz genau. Mhm. Ja, ganz genau so. FTP. Infinity. Und dann sage ich so, wollen Sie mich nicht untersuchen, ob ich illegale Substanzen bei mir trage? Okay, ich glaube, heute kommt doch keine Folge Infinity bei mir. Oh Mensch, jetzt hasse ich dich. Du bist gefeuert. Okay, ich lasse dich ja schon hoch. Da ist schon jemand, der auf deinen Platz wartet. Oh. Nein. Oh, da ist echt schon jemand, der auf meinen Platz wartet. Sein Platz. Warum? Oder eher gesagt, eigentlich auf einen freien Platz. Das klingt fairer. Werde ich etwa immer von alten gehasst? Ja. Ja. Wir hassen dich alle. Jetzt kommt seine Mutter so rein. Echt, ey, alle hassen dich, du Wichser. Ja, aber sehr gut. Oh, was wollte ich nochmal machen? Ja, komm ich so. Irgendwas ist bei deiner Statue mit dem Auge falsch. Ja, ich weiß, ich habe da falsche Wolle genommen, versehentlich. Und Wolle. Wolfgang Petri wurde auch als Wolle bezeichnet. Zu einem kommt Wolle dem Namen Wolfgang sehr ähnlich. Zudem hatte er auch eine äußerst scharfähnliche Frisur. Daher passte der Name Wolle sehr gut. Okay, das war jetzt sehr interessant. Wolfgang Petri. Ja, das hat aber nichts mit seinen Liedern Marmorstein und Eisen bricht, aber dann, ach egal. Bronze, Silber und Gold habe ich nie gewollt. Lässt du das bitte? Ich mag diesen Musikstil nicht. Marmorstein und Eisen dich bricht, aber unsere Liebe nicht. Alles geht vorbei.